su Leonardo. Torniamo un attimo alla sindone. Sprechen wir noch einmal über das Leichentuch Christi aus dem vorangegangenen Beitrag. Die beiden englischen Wissenschaftler nehmen an, dass Leonardo mit seinem außergewöhnlichen Einfallsreichtum eine gefälschte Reliquie geschaffen und sich damit als Gotteslästerer oder zumindest als Ungläubiger erwiesen hat. Ist dergleichen möglich? Gehen wir einmal davon aus. Auch andere Gemälde führen zu dieser erstaunlichen Annahme. Betrachten wir nun dieses weitere Dokument. Unter seinen religiösen Werken ist vor allem die Jungfrau in der Felsengrotte von Bedeutung. Dieses von einigen apokryphen Evangelien inspirierte Tafelbild wurde wahrscheinlich von der Bruderschaft, die es in Auftrag gegeben hatte, aufgrund des ketzerischen Inhaltes abgelehnt. Fassungslos war man darüber, dass Johannes der Täufer von größerer Bedeutung war als das Jesuskind. Doch das ist nicht alles. Zudem hat Leonardo in diesem Bild bewusst Fehler eingebaut, um auf okkulte Symbole hinzuweisen. Davon überzeugt ist der junge Wissenschaftler Luca Caricato. Die linke Hand der Madonna wirkt nicht beschützend. Sie erinnert eher an die Klaue eines Adlers. Es sieht aus, als zerquetsche sie einen unsichtbaren Kopf auf dem Handrücken Uriels, der wiederum jemandem mit einer Handbewegung die Kehle durchzuschneiden scheint. Wir wissen, dass Johannes der Täufer am Ende geköpft wurde. Aber es gibt noch eine weitere Anomalie in diesem Bild. Der Faltenwurf zum Beispiel hat einen weichen Verlauf, der ausgerechnet an der hellsten Stelle unterbrochen wird. Dieser weiche und natürliche Verlauf erhält sich und setzt sich plötzlich unnatürlich und gezwungen fort. Ein verzerrter Faltenwurf. Der Faltenwurf ihres Kleides befindet sich zudem direkt auf Bauchhöhe. Ich habe versucht, die Farben des Faltenwurfes umzukehren, um ein Negativ zu erhalten, so wie es mit dem Leichentuch Christi gemacht wurde. Zunächst spiegelte ich es seitlich, um so die Perspektive des Faltenwurfes zu verändern. Dann hatte ich eine Eingebung, die gespiegelte Version so auf das Original zu legen, dass sich der Kopf des Johannes des Täufers in die seltsame Lücke zwischen der Hand der Madonna und Uriels Handrücken einfügt. Nicht nur, dass der Kopf perfekt in die Lücke passt, es entstehen auch neue Bildelemente. Es erscheint ein verdorbenes Wesen auf Marias Schoß. Dabei handelt es sich um einen 2 Hand breit großen Dämon, der sich aus einer Muschel erhebt. Se considerato in figura intera, che emerge da una conchiglia. Studiando l'iconografia dei demoni. Bei meiner Suche nach Dämonenbildmaterial stieß ich auf einen 2 Hand breit großen Dämon namens Asmodeo, der mit einer Muschel in Verbindung gebracht wird. Asmodeo ist ein puppenartiger, sympathischer und lustiger Dämon, der die verbotenen Wissenschaften wie zum Beispiel Alchemie, Astrologie und Astronomie auf die Welt gebracht haben soll. Wissenschaften, die direkt von der Kirche kontrolliert wurden, als sie noch erlaubt waren. Demnach könnte diese Symbolik der Sieg der Wissenschaften nicht über die religiösen Irrglauben im Allgemeinen, sondern über die katholische Glaubenslehre und ihre Dogmen sein. Leonardo scheint, um sich zu schützen bzw. um seine Entdeckungen zu verschlüsseln, in seinen Bildern Inhalte zu verstecken, die eher als wissenschaftliche denn religiöse Häresie zu verstehen sind.